Hallo zusammen, ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für ein Rocket-Video. Allerdings habe ich im Moment irgendwie so viel auf dem Zettel, es ist alles ein bisschen chaotisch. Habe es am Dienstag zum Beispiel nicht geschafft und jetzt heute Morgen tatsächlich um 10.30 Uhr Rocket gespielt und war auch eine ganz interessante Liste. Also gucken wir einfach mal rein, was hier passiert. Es läuft ja jetzt die letzte Woche vor der nächsten Monatsmission und da habe ich gesagt, ich bin wieder bereit, ich will es wieder versuchen. Liege auch einigermaßen im Rennen, also davon mal abgesehen, sicher muss ich jetzt noch ein bisschen am Ball bleiben, aber hier gucken wir jetzt erstmal, was passiert. Erstes Spiel, mein Partner hat noch 18 gehalten, auf 20 gepasst und das ist natürlich letztlich die Idealkonstellation, um dann mit 2 Trumpf auch die blanke Herz-Lusche zu spielen. Gut möglich, dass er Herz gereizt hat. Zumindest, er kann natürlich auch nur angereizt haben. Also zumindest hatte ich den Verdacht, es könnte seine Farbe sein und dann dieser erste Stich. Ja, hat mal wieder anders vermutet. Alleinspieler kommt mit dem König in den Schnitt und hat sich auch noch die Dame abgeholt. Also ungewöhnlich, dass mein Partner da die Dame legt. Ne? Wenn er 3 Herz hat, sollte er doch vielleicht eher nur die Lusche legen. Wenn er 2 Herz hat, Dame 10, hätte er auch um der 10 steigen können. Also es sieht schon mal einen Tick verdächtig aus. Aber sei es drum, mein Partner kommt hier mit Trumpf ran und ideal. Ich habe mich natürlich hier schon aufmunitioniert und gerade gemacht, um jetzt Herz 10, Herz Ass zu stechen. Aber was passiert? Mein Partner hat es nicht geglaubt und kommt mit Karo hinterher, spielt das Karo Ass. Ja, jetzt habe ich keinen Trumpf mehr. Gut, jetzt habe ich es richtig vermutet. Er hat das Karo Ass blank gespielt und er hat tatsächlich die Herz 10 hier jetzt reingepfeffert, weil er offenbar nur 2 Herz hat. Das heißt, er hat einfach nicht geglaubt, dass ich wirklich blank ausgespielt habe. Ja, und jetzt werden wir natürlich das Spiel vermutlich nicht gewinnen können, denn ja, klar kann ich auf Herz Ass jetzt wimmeln und es sind auch nur 5 Trümpfe. Der Spieler hat also ein Spiel 5 Trümpfe, dieses Herz Ass zu viert und das Pik Ass und die Karte saß richtig giftig für ihn. Also wenn mein Partner Herz 10 spielt statt Karo Ass, dann werden wir das Spiel schlagen, denn nach dem Stich 14 im ersten plus die 23 stehen wir schon auf 37 und mein Partner macht dann noch sehr wahrscheinlich 3 Trumpfstiche und kriegt von mir noch die Karo 10 rein und einen König. Ich habe es mir angeschaut, das wäre genauso auf Richtung 60 ausgegangen. Ja, stattdessen jetzt der erste leichte Sieg hier für Spieler 1. Und die Geschichte geht weiter. Im Rocket werde ich diese Karte einfach mal bis 0 reizen, obwohl ich natürlich mit Herz Bube König 2 Faule habe. Da muss man dann hoffen, dass man was anderes findet oder dass eine Schwäche beim 0 mal durchgeht. Aber komme ich nicht ran, keine Chance. Spieler 1 hat hier zumindest erstmal das höhere Gebot. Ja, und wo mir 4 Asse, 3 Zehner und 3 Buben fehlen, wird es wohl auch das bessere Spiel sein. Das wäre ja keine Überraschung. So, 15 in Herz, jetzt gleich mal stechen. Nee, was macht denn mein Partner? Also, er wird seine Gründe haben. Guck, jetzt kommen die Buben verteilt und ich kann Herz 10 nicht stechen. Also genau ideal für den Alleinspieler gespielt. Ihm erst die Herz 10 freigespielt, dann ihn zum Stechen gebracht. Ja, also da bin ich einfach mit dem Händchen von meinem Partner nicht ganz glücklich. Was hier interessant ist in dem Spiel, wo ist Herz Dame? Auf die habe ich immer gewartet. Warum spielt er denn nicht Herz Dame hinterher? Ja, die hatte keiner, das heißt, Spieler 1 in Mittelhand hat aus 10 Dame Lusche die Herz Dame gedrückt, ungewöhnlich, hat damit quasi ein 2,5 Farbengrang gespielt, also 2 Assfarben hat er, die beiden alten hat er und dann die Herz 10 einfach bestellt gehalten. So gesehen, wenn mein Partner wenigstens Herz fortsetzt, wären wir aus dem Schneider gekommen. So gewinnt der Spieler mit seiner pfiffigen Drückung mit 91 Augen. Und er spielt wieder. Er hat hier einen guten Start, muss man sagen. Jetzt vielleicht mal ein bisschen Gegenspiel für uns, zumindest hat mein Partner mitgereizt bis 24. Ich habe auch 3 volle in der Flosse. Spieler drückt wieder um. Geht da etwa was? Zumindest nach meinem Blatt sind wir dichter dran an einer möglichen Gewinnchance als bei der vorigen Hand.
Herz ist Trumpf bei 24. Ja gut, wenn er mit rein ist, kriegen wir ohnehin nichts, also gleich rein. So, und da fliegt Kreuz Bube, und das ist natürlich schon das Zeichen, entweder mein Partner will mich selber bluffen und hat den Pik Buben noch, aber eher wahrscheinlich, deswegen ja auch die Überlegung beim Drücken, Spieler muss uns wohl Schneider spielen. Das ist hier gleich der Verdacht. Ein Stich habe ich natürlich in Trumpf noch in der Hand, ja, aber dieser Stich, der deutet irgendwie so ein bisschen darauf hin, als hätte der Spieler da viermal Karo geschlossen dabei und will hier schon den Vollen nicht riskieren. So sehe ich das zumindest. Bei der 24er Reizung wird mein Partner jetzt vielleicht mit einem Trumpf, den er noch hat, blank aufgeschlagen haben. So, und Spieler zieht auch jetzt den Pik Buben. Damit ist klar, er muss Schneider spielen, und das hat er wahrscheinlich nur gemacht, weil er jetzt eine geschlossene Beikarte hat. Ja, und so ist es auch. Also, Arbeitshypothese hat sich erhärtet, ist ja auch logisch, ne? In vielen Fällen, es sieht aus, ja, wie eine Schnecke, es bewegt sich wie eine Schnecke, dann ist es häufig auch eine Schnecke, oder in dem Fall eben ein Herzschneider mit geschlossener Beikarte. So, jetzt wird es mir ein bisschen unheimlich. Der legt das nächste Ding los, viertes Spiel, und jetzt wieder ein Grang. So, der Antritt sieht im ersten Moment ein bisschen dusselig aus, ne? Pik, Dame, ich meine, ich hatte auch schon überlegt, man kann, weil man gar nichts weiß, auch mal einen Buben spielen, aber ein Bube wäre natürlich in dem Fall richtig dusselig gewesen. So sticht mein Partner zwar hier ins Leere, dafür aber haben wir hier die Buben getrennt, und mit diesem Stich jetzt hier kommen wir auf 19, das heißt jetzt noch ein Stich in der Beikarte, eine von meinen beiden Zehnern, dann sollten wir rauskommen. Deswegen spiele ich hier den Spieler auch in Pik einfach an. Der hat ja noch Ass 10, das ist klar. So, und jetzt muss ich darauf achten, einfach was mein Partner abgeworfen hat. Der hat nur noch Karo in der Hand, also halte ich den Kreuz. Ja, und damit kommen wir jetzt hier gerade so aus dem Schneider. Immerhin 4 Asse, eine 10, 4er Länge, Pik, und die Buben waren verteilt. Den hätte er, das war also wieder ein riesen Grang, den hätte er fast, hat er sich ja eher Schneider erhofft. So, aber jetzt hat er schon 434 nach 4 Spielen, also irgendwann muss er jetzt hier mal ein bisschen die Bremse eingebaut werden. So, fünftes Spiel, okay, ich komme ran, ich finde gut, ich habe ein einfaches Herz. Naja, aller Anfang ist schwer, immerhin hier die erste Hausnummer, scheint auch gut zu sitzen. Kreuz wahrscheinlich blank ausgespielt, aber ist kein Problem. Ich kann hier nochmal unter durchgreifen. So, und jetzt geht es auch hier nur noch um Schneider. Ein Trumpf fehlt noch. Ja, da ist er weg, der Trumpf. Auf zwei Augen meine Pik-Lusche losgeworden. Dann können sie auch gerne den Kreuzstich noch machen. So, Spieler 1, zieh dich warm an. Ich sitze dir im Nacken und reize wieder. Ja, aber es war klar. Ich habe hier nur ein einfaches Karo. Ich habe ja drei Könige, zwei Damen, also wieder Bildersalat da auch an der Seite. Ist vielleicht besser, dass Spieler 3 jetzt hier mal seinen ersten Versuch unternimmt. Der hat ja auch noch gar nicht gespielt. Dann schauen wir mal, was der so anzubieten hat. Kreuz. Oh, interessante Karte. Karo 10, natürlich blank von meinem Partner. Und jetzt die Überlegung. Hat Spieler 3 die beiden Karo-Duschen gedrückt? Ich fürchte es irgendwie schon, aber vielleicht hat er ja auch noch in Herz oder Pik irgendwo auch eine kleine Schwäche und hat deswegen eine Karolusche in der Hand gehalten. Also ich sage mir, ja, sonst gewinnen wir nicht. Also, rauf wie ein Held, und er muss bedienen. Ja, und damit wird es natürlich eine gute Fortsetzung hier für uns und auch ein leichtes Spiel. Schaut mal, Trumpf 10 auch noch mal im Partner. Das war natürlich ein Traumstart für uns in die Partie. 21er Schuss auf der blanken Lusche gefunden, dann der Überstich, jetzt stehen wir hier schon auf 35. Ja, und eigentlich kann er doch die Karo-Lusche auch nur deswegen oben haben, weil er noch in einer anderen Farbe ein Problem hatte und deswegen hier offenbar ein Herz auch gedrückt hat. Ja, wunderbar, 38. So, dass er jetzt abschmeißt, wird ihn, glaube ich, nicht voranbringen, denn mein Partner, guck mal hier, kommt wieder rüber, 38, 49, damit ist der Drops natürlich auf jeden Fall gelutscht. Denn Herz Ass wird ja noch auf mein Kreuz Buben raufgehen, aber es wird immer besser. Der wirft nochmal ab, also jetzt hat er schon den dritten Pik abgetragen. Wir stehen schon auf 56. Und guckt euch das an, mein Partner sticht das dritte Mal über, das dritte Mal. Ist ja unglaublich. Guck mal, Spieler 3 hätte mal irgendwann vielleicht tatsächlich besser mit einem der Mittelbauern eingestochen, dass er nicht jedes Mal überstochen wird.
Denn jetzt kriege ich hier auch noch meinen Pik König los. Und ja, das ist so ein ungewöhnlicher Verlauf. Tatsächlich habe ich hier schon Rest, wenn ich mit dem Kreuz Buben hinlang. Denn da war nur noch ein Trumpf, aber das macht jetzt auch den Kohl nicht fett. Er verliert mit 18 Augen, also eine richtig schöne Packung. Ja, was hat er gehabt? 5 Trumpf mit den Mitteljungs und Pik Ass 10 zu 4 dabei. Herz 10 im Keller und eine Karo Lusche, das war in dem Fall zu wenig. Dieser unangenehme Aufschlag in Karo und dann dreimal wird er überstochen, das war natürlich jetzt mal eine Partie zum Schmunzeln. Also habe ich, glaube ich, auch so überhaupt noch nicht gesehen, dass da in einer Farbe dreimal überstochen wird. Nee, das ist neu. Und wie lange spiele ich schon? 25 Jahre. Also man lernt nie aus. Ein interessantes Spielchen. Schneider war jetzt sicher nicht das erwartete Resultat. Am guten Tag wird man da in Pik eingespielt. Trumpf stand ja auch 3-3 übrigens. Und dann wird das Spiel sogar locker gewonnen. So, Spieler 1 ist schon wieder dran. Auch übrigens eine interessante Partie. Karo und dadurch habe ich geöffnet, auf 4 Augen hat er abgeworfen. Jetzt ist sein Herz eingespielt worden, zieht Kreuz Bube, ärgerlich natürlich, ich muss Trumpf 10 geben. Andererseits habe ich noch genug Volle mit Pik 10 und Karo Ass, was heißt genug? 2 habe ich noch. Ja, und jetzt sieht er natürlich auch, uiuiui, Trumpf steht wohl nicht so gut, wenn schon der Volle fällt, zieht noch sein Pik Ass ab. Und das Pik Ass ist natürlich das Zeichen, dass er einen 5-Trümpfer nur hat. 2 Pik, Pik Ass, Lusche. Die Lusche hatte er auf Karo abgeworfen, 2 Karo natürlich gedrückt. Und Herz hat er natürlich Ass 10 zu dritt. Ne? Das kann nicht anders sein. Mein Partner wechselt die Farbe auf den Blanken, weil er 5 Trumpf dagegen hat. Alles andere macht keinen Sinn. Und damit wird es jetzt natürlich schwer, denn Herz 10 wird ihm noch abgestochen und meine anderen beiden Vollen würde ich auch nach Hause bekommen. So, mein Partner nimmt nur Trumpf König raus und düselt jetzt hier schon mit Trumpf los. Ein Stück weit erstaunlich, denn ja, der Alleinspieler hat ja schon, also die müssten beide noch 3 Trumpf haben, ne? Und wenn er ihn jetzt anspielt, dann gibt er so einen Tick das Tempo auf, also okay, gut, aber er hat hoffentlich die Trümpfe im Griff. Mensch, da fehlt doch auch noch ein Trumpf voller, ne? Da fehlt doch noch ein Trumpf voller. Ja, und ich glaube, hier ist eigentlich eine super interessante Szene. Der Alleinspieler kann jetzt, glaube ich, aufs Trumpf Ass warten. Er darf jetzt Pik nicht stechen. Herz 10 kriegt er ja ohnehin nicht nach Hause. Aber wenn er jetzt Pik nicht sticht, sondern einfach abträgt, Herz Lusche, dann wird er das Trumpf Ass nach Hause bekommen, was mein Partner nicht rausgenommen hat und damit ja im Prinzip freigegeben hat. Und wenn mein Partner das hier schon so spielt, dann hätte er an der Stelle jetzt hier Karo Lusche spielen müssen, damit der Alleinspieler nicht ans Trumpf Ass kommen kann, denn wenn er dann abwirft, komme ich mit der Karo Dame ran und kann noch Herz König spielen, was gestochen wird. Also auch eine sehr interessante Partie hier an der Stelle. Ich brauche jetzt gar nicht den Herzstich mehr halten, denn mein Partner hat jetzt ohnehin Rest, der wird mit dem letzten Trumpf stechen. Brauche also kein Auge mehr abgeben. Und da ist das Trumpf Ass. Und Karo 10 war gedrückt, Alleinspieler verliert mit 55, hat also so einen guten Start hier in die Liste und bekommt hier an sich das Spiel geschenkt, weil mein Partner nicht das Trumpf Ass raufnimmt. Braucht er jetzt hier nur im 8. Stich nicht die 3 Augen stechen, sondern auf den Vollen warten, dann gewinnt er die Partie. Ja, ärgerlich, ärgerlich für Spieler 1, da hat ihn die Schwerkraft dann wieder gegriffen und zu Boden gezogen. Das hätte natürlich eine richtig gute Serie werden können. So, jetzt bin ich hier durchaus auch bereit, noch mal so ein bisschen mitzutun. Irgendwo zwischen Pik und, naja, vielleicht hätte ich 0 Hand oder so gespielt, ne? Na, oder noch mal für einen Pik reingeguckt. Aber 33 ist dann wirklich schon frivol, nützt aber alles nichts. Spieler 1 hat wieder einen Grang. Und das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Eben hat er noch so gepatzt und belohnt sich jetzt selber mit einem Grang mit 3 Schneider Schwarz. Also der ist ja unantastbar, dieser Spieler 1. Den kann nichts aus der Bahn werfen. Jetzt steht er schon wieder auf 570 und 4 Spiele sind noch zu laufen. Ja, und Spieler 3 guckt natürlich komplett in die Röhre. Bei mir sieht's ein bisschen besser aus, aber ein gewonnenes Spiel ist natürlich auch nichts. So, und jetzt habe ich hier mit 3 Bauern mal 18 getrötet.
aber wird auch wieder gehalten von Spieler 1. Gut, und jetzt lege ich mich ein bisschen auf die Lauer, muss man ja so sagen. Ich habe nun wirklich kein gutes Spiel hier in der Hand, also das ist vertretbar. Aber ich habe natürlich nicht unbedingt auf 0 gehofft, ist ja auch klar. Wobei 0 auch immer heißt, irgendwo ist eine kleine Schwäche, sonst wäre es 0 ouvert. Also gucken wir mal, ob da irgendwie was geht. Wobei ik im Moment noch nicht so ganz die Fantasie habe, Pik vielleicht. Aber da wirft mein Partner Herz ab. Ja, und da wird die Karte auch schon aufgedeckt. Es wäre nur über Herz zu 3 zu 1 oder 4 zu 0 Verteilung gegangen und Herz steht bei uns 2 zu 2, also damit ist auch dieser 0 gewonnen und Spieler 1, der ist schon wieder auf Kurs, der hat die Niederlage sowas von locker weggesteckt, legt einfach nach mit 144 und 23. So, jetzt komme ich und seht es euch an, was der kann, kann ich auch, zumindest auch mal eine Riesenfindung mit Herz Ass und auch einen Grand Schneider Schwarz. Also zweimal Grand Schneider Schwarz, meiner war immerhin auch mit 2. So, zwei Spiele noch, ich stehe auf 330. Gut, dass ich Spieler 1 noch bekomme, ist natürlich nicht zu vermuten, sagen wir es mal so. Aber ich bekomme hier das Spiel für 18. Ich habe natürlich noch Lust, irgendwie, ich brauche noch Punkte. Jetzt haben die anderen plötzlich, sag ich mal, sich ein bisschen auf die Lauer gelegt, so wie ich eben, hat man das Gefühl. Also so eine bescheidene Findung, guckt euch das mal an, da sind 7 volle und die 3 oberen Buben draußen, also wer wollte denn da jetzt plötzlich nichts mehr riskieren? Ich glaube mal, Spieler 3 hat komplett zugemacht, der steht 0 zu 1, der spielt jetzt taktisch, was soll der noch was riskieren? Ja, und ich habe jetzt auch hier mit einem extrem dusseligen 0 quasi gekontert, der sieht natürlich echt mies aus hier. Das ist ja schon mal schön, Herz König, die erste Baustelle, ist schon mal gut gegangen. Und jetzt haben wir Kreuz, es hat sich auch schon geklärt. Jetzt hängen wir hier noch mit Karo 8, 9 Bube. Auch natürlich nicht schön. Oh, das sieht gut aus. Da können wir erstmal abwerfen. Das sieht gut aus. So, Spieler 3 hat hier offensichtlich aus Kreuz zu dritt eröffnet. Und da gewinne ich das Spiel. Da gewinne ich das Spiel. Und was wir an sich sehen können, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Spieler 3 hat mir ein Stück weit, würde ich mal sagen, hier den 0 auch ein bisschen fahrlässig geschenkt. Ne? Der hat aus Kreuz zu dritt eröffnet und er hatte nur 2 Karos. Wo ich 8, 9 Bube habe, hatte er nur 10 und Ass. Also wenn er nach der 0-Merk-Regel spielt, kürzeste Farbe, kleinste Karte, also Karo eröffnet, weil er, wo er nur 2 hat, statt in den Drilling zu greifen, dann werde ich das Spiel einfach auf dem dritten Karo verlieren. Ne? Zumindest ist das hätte das leicht passieren können. Also kann ich mich nicht beschweren, komme ich auf 400 Punkte. Ein Spiel noch. Ja, damit das hier ein bisschen brauchbar ist, das Ergebnis, brauche ich noch ein Spiel. Also sage ich hier wieder 18, auch wenn ich nichts habe in Mittelhand. Eieieiei. Und ich kriege das Spiel wieder. Das sind ja auch eigentlich gute Nachrichten. Da kann man doch auch mal gut finden. Jawohl, Herz Bube passt und Kreuz Lusche passt. 7 Trümpfer. Ich behalte mal hier die Pik 10 zu dritt im Blatt. Entscheidend an der Stelle, dass ich in Pik 8 und 9 dabei habe. Wenn ich zum Beispiel statt der Pik 8 nur die 7 gehabt hätte, hätte ich vielleicht eher mich entschieden, die Pik 10 mit runter zu drücken. So, Trumpf steht zu dritt, 14 Augen, alles klar. Nächste Farbe kommt raus, aber zum Glück, dank der 3 Buben und der 7 Trumpf, bin ich stark genug, um erstmal hier Trumpf zu klären. Und jetzt kommt gegen 14 Augen liegen die Pik 10 an Bord, damit ich mich gegen 3-1-Verteilungen ideal verteidigen kann, bei denen etwa ein Bild blank steht. So, es fällt aber nur 21, also es fällt nicht, wie gewünscht, Pik Dame oder König da drin. Das ist schade, denn damit haben die Gegner 35 und können potenziell noch gewinnen. Aber hier ist es schon zu sehen, es wird das nächste Ass angeboten, das deutet so ein bisschen darauf hin, dass Pik glatt steht, dass Pik artig steht, nämlich 2 zu 2, und damit war mein Spiel natürlich von Haus aus auf Sieg. Ja, und damit sind wir durch, damit sind wir schon wieder am Ende. Ich habe hier noch 3 Stück in Folge gemacht,
Gerade der 0 in Spiel 11 war natürlich mit ein bisschen Magengrummeln, dass sie in Spiel 12 überhaupt rankommen, auch sehr glücklich, kommen also noch auf 477, ein ganz ordentliches Ergebnis. Und Spieler 1, ja, 640 Punkte, Riesenkarte, ein bisschen unglücklich, dass er hier in Spiel 7 den Siegweg im 8. Stich nicht findet, trotzdem natürlich ein tolles Ergebnis, Glückwunsch dazu, ja, und damit würde ich mal sagen, macht es gut, bleibt beim Skat immer schön am Ball, und wir sehen uns demnächst mit weiteren Videos. Bis dahin, wie immer, gut Blatt!